Und hallo, willkommen zurück zu meinem Kanal, heute mit Türchen Nummer 7. Ich nehme dieses Video relativ spät auf. Bin heute auch sehr spät dazu gekommen, mir die Aufgabenstellung anzuschauen. Also wird dieses Video nicht wie üblich um 17 Uhr erscheinen können, vielmehr vielleicht 18 Uhr. Naja, ihr werdet ja sehen, wenn dieses Video draußen ist. Die heutige Aufgabe ist ja schon wieder recht fantasievoll in ihrer Beschreibung. Also ein gigantischer Wal hat entschlossen, uns zu essen, frage ich mich, welcher Wal das sein soll. Welche Walart? Die meisten haben ja nicht mal Zähne, sondern irgendwelche Lamellen. Wie dem auch sei, da ist ein Wal hinter uns her und wir können nicht weg. Zum Glück ist da aber ein Schwarm vieler, vieler unfassbar kleiner U-Boote, jeweils mit einer Krabbe an Bord. Da sind lauter Krabben mit ihren U-Booten. Es scheint so, als ob die Krabben ein Loch in den Meeresboden ballern könnten, wenn sie ihre U-Boote vertikal in eine gemeinsame Position bringen können, rechtzeitig. Denn Scans an unserem U-Boot zeigen an, dass sich dort ein Höhlensystem befindet. Wir müssen jetzt also für die Krabben berechnen, wo sie sich am schnellsten, das heißt unter Einsatz von so wenig wie möglich Treibstoff, sammeln können, um einen gemeinsamen Blast in den Meeresboden zu jagen. Wer kommt auf sowas? Faszinierende Geschichte, wie dem auch sei. Wir haben abermals wieder der Beispielinput. Horizontale Position. Achso, diese U-Boote, die können sich nur horizontal bewegen. So, wir haben horizontale Positionen dieser Krabben-U-Boote gegeben, im Beispiel hier also von 0 bis 16. Das sind welche bei 1, bei 2, bei 4. Wir sollen jetzt eine Position finden, eine horizontale Position, also irgendeine Zahl zwischen 0 und 16, wo alle U-Boote sich treffen können und bei Einsatz von geringstem Treibstoff. Ja, also wenn ein U-Boot sich eine Einheit bewegt, verbraucht es dabei auch eine Einheit Treibstoff. Wir sollen also ein gemeinsames Optimum finden, wo über alle U-Boote betrachtet am wenigsten Treibstoff bei drauf geht. In dem Beispiel, das sie uns bieten, ist diese Position irgendwo, was ist das? Ich glaube 2. Wartet, wartet, wartet. Ich habe sie hier gerade berechnet. Ja, bei Position 2. Und um diese Position gemeinsam zu erreichen, verbrauchen alle U-Boote zusammen 37 Treibstoff. An jeder anderen Position würden sie mehr verbrauchen. Das ist ein Integer-Optimierungsproblem. Gäbe es also tausend und einen Weg, wie man dieses Problem angehen könnte. Entweder lädt man sich einen sogenannten MIP-Solver, Mixed Integer Programming Solver. Der könnte das Problem natürlich lösen. Oder auch zum Beispiel Skip, eigentlich ein MinLP-Löser, aber der kann natürlich auch MIPS. Ist quasi Open Source mit der Einschränkung, dass man Mitglied bei einer akademischen Institution sein muss, um sie nutzen zu dürfen. Also auch nicht so richtig Open Source. Es gibt Open Source MIP-Solver. Man kann dieses Problem aber auch anders lösen. Eine zweite Variante wäre, das ganze Problem zu interpretieren, nicht in Integer-Zahlen, sondern in reellen Zahlen. Das ist als ein Continuous Optimization Problem, also ein stetiges Optimierungsproblem behandeln und lösen. Da wird man ein Optimum finden, das irgendwo zwischen zwei Integer-Zahlen liegt und dann muss man nur noch diese beiden durchprobieren. Und der dritte Weg, der auch mit Abstand am einfachsten und schnellsten umzusetzen ist und den ich deswegen gewählt habe, einfach knallhart alle Optionen durchprobieren. Also am Testbeispiel wären das dann also die 17 Positionen von 0 bis 16. Wobei man auch hier wieder bestimmte Konvexitätsannahmen ausnutzen könnte, um dann den Suchraum zu verkleinern. Ich habe mir das alles ausgespart, auch schon, weil mir ja gerade nicht mehr so richtig die Zeit bleibt, das Problem vernünftig zu lösen. Die Idee, das als kontinuierliches Programmierproblem aufzufassen, finde ich eigentlich auch noch ganz charmant. Aber ich habe es jetzt Brute Force gelöst, wie man so schon sagt. So, ultimativ, was sie also am Ende haben wollen, ist die totale Menge an Treibstoff,
die das verbrauchte. Dieses Mal habe ich das Programm leider etwas vorschnell schon ausgeführt und ihr seht auch schon hier die Antwort, die ich erhalten habe, reinkopiert. Das schicken wir gleich ab. Vorher schauen wir uns aber nochmal den Code im Detail an. Er ist nicht lang, ne? 35 Zeilen Code. Ich importiere irgendwas wie immer. Ich habe gerne was importiert. Ich meine, hier bei diesen Advent of Codes muss man selten etwas importieren, wie ich feststelle. Aber wenn man richtig programmiert, kommt man ohne Imports überhaupt gar nicht aus. Und ich finde es einfach visuell schön, wenn da oben ein Importblock kommt. Und weil ich jetzt hier für den Advent of Code also nichts Vernünftiges zu importieren habe, importiere ich halt was aus Typing. Ich müsste es nicht tun. Aber wie gesagt, für mich gehört ein Importblock hin. Einfach, das gehört zu der Struktur eines Python-Programms, wie ich es mir vorstelle. Und wie gesagt, bei jedem halbwegs ausgewachsenen Programmierprojekt kommt man auch überhaupt gar nicht ohne Imports aus. Ich arbeite im Bereich des Computational Science. Mein Standard-Import, der eigentlich fast immer mit dabei ist, ist NumPy. Aber sei es drum. Ich habe mir auch das Testbeispiel wie eh und je mit rauskopiert. Und dann kommt jetzt die magische Funktion Find Position. Das nimmt eine Positions-Datenstruktur an, eine Liste von Integer, also den String hier oben in eine Liste von Integern transformiert. Zunächst suche ich mir raus, was ist eigentlich die größte und kleinste Position. Für meinen individualisierten Input habe ich schon mal geprüft, das wäre 0 bis 1947. Das spielt jetzt keine Rolle weiter. Also Low and High, Min and Max. holen wir die kleinste und größte Position raus. Dann der minimale Fuel-Verbrauch. Ich initialisiere ihn erstmal mit minus 1, damit ich weiß, solange da minus 1 steht, ist noch keine Lösung gefunden worden. Und Xmin ist Low minus 1, also eine Position eigentlich außerhalb. So die Low and High sind sowohl die kleinste als auch die größte mögliche Schranke einer echten minimierenden Position. Ich initialisiere sie also auch hier bewusst falsch, damit ich halt weiß, wenn am Ende irgendein Wert kleiner Low rauskommt, dann ist noch keine minimale Position gefunden worden. Ich hätte auch sagen können, ja gut, das hier ist Union mit None und dann initialisiere ich das mit None. Hätte ich tun können, aber das ist auch okay. Da kommt so ein bisschen noch so der C-Tick bei mir durch. Wenn ich eine Variable als Integer initialisiere und dann behandle ich sie auch stringent und durchweg als Integer, statt dass sie ihre Rolle wechseln darf. Wenn sie ihre Rolle wechseln darf unter der Motorhaube, muss Python ja sowohl None irgendwo als Variable bevorraten, als auch eine Integer irgendwo im Speicher anlegen. Also er braucht eigentlich mindestens doppelt so viel Speicher. Wenn ich aber stringent das Ganze als eine Integer behandle, gut, alles, was ich gerade sage, ergibt keinen Sinn, weil Integer in Python aus Gründen immutable sind. Sobald eine Integer ihren Wert wechselt, muss sowieso immer wieder eine neue Integer initialisiert werden. Wie dem auch sei. In C kann eine Variable nicht einfach ihren Typen ändern. Ich müsste dann schon, wenn, zwei Variablen opfern. Und das bedeutet Verschwendung von Memory. Und ich versuche mir hier ein bisschen. Ich glaube, ich rede mich um Kopf und Kragen. Vergessen wir es. Okay, was passiert? Stumpf gehe ich durch alle Positionen durch, unter denen das Optimum sein könnte, also alle Positionen zwischen Low and High, inklusive Low and High. Obwohl es nicht zu erwarten ist, ist nicht ausgeschlossen, dass das Optimum Low oder High selbst sein könnte. Zum Beispiel, wenn alle Krabben-U-Boote die Position High haben, dann ist High das Optimum. Naja, so. Und jetzt wird für diese Position X der Treibstoffverbrauch berechnet. Der Out ist hier also der Fuel. Ja, warum heißt das überhaupt Out? Ich glaube, ich wollte mal es zurückgeben. Jetzt gebe ich ja gar nichts zurück. Also sollte es auch nicht mehr Out heißen, sondern dann nennen wir es doch gleich lieber korrekterweise um in Fuel Min. Und dann ist das hier auch. Wo ist hier Refactor Rename? Fuel. So, wir berechnen den Fuel. Der Fuel ist einfach für jede Position in Positions, Pose minus X im Absolutbetrag und dann aufsummiert.
Achso, ich mache daraus immer Inline-Ausdrücke. Total verpönt in der Python-Welt, aber ich habe damit meinen Frieden gefunden. So finde ich, kann ich häufiger den Code kompakter und für mich lesbarer gestalten. Ein absoluter Verstoß gegen die sakrale PEP 8 oder PEP 8 Vorgabe, strenges Leitmotiv, wie Python zu programmieren ist. Wobei ich ausgerechnet diese Regel der PEP 8 überhaupt nicht verstehe. Also auch hier stellt sich Python eigentlich gegen Geflogenheiten anderer Sprachen entgegen. Egal. So, genau, wenn Fuel min noch minus 1 ist, was beim ersten Durchlauf der Fall ist, oder wenn wir jetzt einen Fuel-Verbrauch gefunden haben, der besser ist, dann überschreiben wir einfach und speichern uns auch die Position raus. Zu Debug-Zwecken wollte ich mir zwischendurch mal ausgeben lassen, wie sich das so entwickelt, und am Ende wird dann die Endantwort ausgegeben. Und hier in der Main passiert dann auch nichts viel. Ich hole mir die Positions aus der Example, indem ich das Raw strippe und splitte. Gleichsam with Open Input A hole ich mir also meinen individualisierten Input rein, lese den als F-Stream Read aus, strippe und splitte den auch. Also habe ich eine Positions Example und ich habe eine Positions, wende darauf meine Find Positions Funktion an, und jetzt können wir das Ganze nochmal ausführen lassen. Zack, 2730 und 316 zu 336.721, hier auch schon reinkopiert. Dann submitten wir mal. Das ist die richtige Antwort. Continue Part 2. Okay, dann bis in wenigen Sekunden. Okay, gut, da bin ich wieder. Ich hatte jetzt schon Angst, dass mein Brute Force Ansatz aus Part 1 mir in Part 2 zum Verhängnis werden könnte. Aber ich glaube nicht. Part 2 ist eigentlich nur eine minimale Manipulation von Part 1, aber schauen wir uns da mal rein. Also die Krabben sind nicht an unserer Lösung interessiert. Vermutlich haben wir Krabben-Engineering falsch verstanden. Und tatsächlich kommt heraus, dass die Antriebe der Krabben-U-Boote nicht linear Treibstoff verbrauchen, also für jede bewegte Einheit eine Einheit Treibstoff, sondern immer für jede weitere Bewegungseinheit kommt mehr Treibstoffverbrauch obendrauf dazu. Die erste Einheit verbraucht eine Einheit Treibstoff, die zweite Bewegungseinheit verbraucht weitere zwei Einheiten Treibstoff, die dritte Bewegungseinheit verbraucht weitere drei Einheiten Treibstoff und so weiter. Das heißt, um sich drei Einheiten zu bewegen, entstehen also totale Kosten 1 plus 2 plus 3, 6. Ja, drei Einheiten bedeutet 6 Einheiten Treibstoff. Und dann 4 Einheiten bedeutet 10 Einheiten Treibstoff und so weiter. Dadurch verändert sich das Optimum für das Testbeispiel. Ist das neue Optimum liegt nicht bei Position 2, sondern bei Position 5. Zu 168 Einheiten Treibstoff anstelle von 37. Und das verändert natürlich auch für unseren individualisierten Output das totale Ergebnis. Das hab ich jetzt auch implementiert. Wir haben Find Position. Mittlerweile printet es das Ergebnis nicht mehr aus, sondern gibt es zurück. Und jetzt haben wir Find Position Part 2. Eine nahezu völlig identische Implementation zu Part 1, bis auf, warte, ich zeige es hier oben nochmal. Genau, hier haben wir gesagt, für jede Position in allen Positionen addieren wir auf den Treibstoff die gegenwärtige Position minus der möglichen Zielposition x im Betrag und haben so sukzessive über alle Positionen aufsummiert, wie viel Treibstoff nach der alten Treibstofflogik verbraucht würde. Die Logik hat sich jetzt natürlich geändert. Also wir sagen jetzt, für jede Position in allen möglichen Positionen, oder nicht in allen möglichen Positionen, für jede Position in allen Positionen aller Krabben-U-Boote, berechnen wir jetzt die absolute Distanz immer noch als Position minus möglicher neuer Zielposition x im Betrag davon. Und jetzt müssen wir aufsummieren 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 für die totale Distanz nach der sogenannten gaußschen Summformel. Gauss Summing Formula.
sagen wir so, Summing Formula of Gauss, die gaußsche Summenformel. Wer sich an eine alte Geschichte erinnert, Gauss konnte von 0 bis 100 die Zahlen ganz schnell aufsummieren, womit er seinen Lehrer beeindruckte, der ihn dann enger an seine Fittiche nahm, um ihn mathematisch auszubilden. Der Rest der Funktion ist völlig gleich geblieben. Ich habe jetzt hier auch schon hier Assert, Position 5, Assert zu einem Treibstoffverbrauch von 168. Das habe ich schon durchlaufen lassen. Es hat keine Konflikte gegeben. Und jetzt können wir uns rausprinten lassen, was jetzt also der Treibstoffverbrauch im Sinne des neuen Antriebsmodus ist. Und rauskommt diese mächtige Zahl. Huiuiui. Eben hatten wir noch 336.000, jetzt sind wir schon bei 91 Millionen an einer Position 466. Na gut, nehmen wir die 91 Millionen und schauen mal. So, how much fuel must I spend? Ja, so. Und das war die richtige Antwort. Damit hätten wir die Aufgabe des Tag 7 abschließend gelöst. Ich möchte noch einmal eine letzte Bemerkung zu Tag 6, also gestern, da lassen. Gestern hatten wir die Schule aus Lanternfish, die ich als ein Dictionary implementiert habe. Da war ich betriebsblind. Ich habe gestern dann auch nochmal die Lösung von Joel Grass gesehen, der betriebsblind wie ich drauf losgeschossen ist und das Ganze als Dictionary implementiert hat, dann aber auf halbem Wege festgestellt hat, warte mal, ich habe hier ein Dictionary, dass da dessen Adressierungsschlüssel, da sind 0, 1, 2, 3 bis 8, dann kann ich ja auch eine Liste nehmen. Absolut korrekt. Man hätte Tag 6 noch effizienter mit einer Liste lösen können. Und wo ich gerade dabei bin, noch ein paar Stichworte zu benennen und Ankündigungen zu machen. Ich habe mein Advent of Code hochgeladen, lizenziert unter der GNU General Public License V3, also Version 3 auf GitLab. Ihr findet jetzt in den Kommentaren zu jedem Advent of Code Video den Link zu diesem Git. Ja, ich habe also auch rückwirkend die älteren Advent of Code Videos im Kommentar mit dem Link auf dieses GitLab versehen. Da habe ich hier, ich hatte ja im November diesen Jahres als Aufwärmvideo Tag 1 von 2018 gelöst, das ist mit dabei. Und ansonsten alle Tage bis einschließlich 6 zurzeit habe ich auch hochgeladen. Ich werde zeitgleich zu diesem Video, also wenn dieses Video online geht, dann wird hier auch Tag 7 schon mit dabei sein. Ich möchte das gerne so regeln in Zukunft, dass die Codes zum jeweiligen Tag ungefähr zu oder nach Veröffentlichung des zugehörigen Videos, also um 17 Uhr oder nach 17 Uhr desselben Tages hochgeladen werden. Wobei ich diese 17 Uhr gar nicht so hoch an die Glocke hängen möchte. Da kommen bald, in der dritten Woche schätze ich mal, dann die wirklich schwierigen Aufgaben beim Advent of Code. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich es da wirklich jeden Tag schaffen werde, pünktlich vor 17 Uhr die Aufgabe abzuschließen. Heute bin ich ja auch sehr spät dazu gekommen, es mir überhaupt anzuschauen. Aber ich denke, die späteren Aufgaben werden so schwer sein, dass ich sie nicht einfach in ein paar Minuten werde lösen können. Und dann wird das auch mit den 17 Uhr nicht ganz klappen. Jedoch werde ich keinesfalls vor 17 Uhr Video und oder Code hochladen. Sonst ist ja die Spannung aus dem Advent of Code raus. Das wäre ja langweilig. Das ist damit auch schon alles, was ich hier sagen möchte. Wir sehen uns dann morgen und ciao, ciao.